passend zur entspannenden Musik. Hallo. Jo, Leute. Und willkommen wieder zu MHFU. Und diesmal legen wir den Diablos, ein nerviges Monster wie der Monobloss. Ich war gespannt. Manche sagen, er ist leichter, manche sagen, er ist schwerer. Ich finde ihn hauptsächlich schwerer, weil Monobloss ziemlich wenig abzockt. Aber auch der Diabloss sollte eigentlich kein größeres Problem für uns darstellen. Zeitvorgabe 50 Minuten stand da. Ja, ist immer so. Nur so Beziehungsweise lange. nicht immer, aber. So, schau mal, jetzt gehe ich hier in den geheimen Brunnen. Geheim. Ah, da ist man direkt bei ihm. Ah, es ist schön, Vision zu haben. Ah, da kommt auch gleich ein Filmchen. Und nicht das Filmchen, was ihr euch anguckt. Spaß. Moment. Recht wieder in Überleitung zu Yu-Gi-Oh! Ach ja, gleich mal vorweg. Weil mich jemand angeschrieben hat, ich könnte noch sehr viel in Monster Hunter Freedom Unite lernen. Dazu sage ich nur, haltet die Fresse. Und was ich Kurz, noch. knapp, sachlich. Haltet die Fresse, nein. Und was ich auch noch sagen wollte, ihr könnt nicht erwarten, dass ich, wenn ich hier kommentiere, meine Bestleistung zeige von mir. Ich bin natürlich hauptsächlich in echt viel besser. Da könnt ihr auch die Leute fragen, mit denen ich die ganze Zeit online gespielt habe. Aber wie gesagt, ihr könnt nicht von mir die Bestleistung hier erwarten. Und wenn es euch nicht gefällt, mein Gott, dann schaltet halt weg. Ich meine, ich zwinge euch nicht, meine Videos zu gucken. Ich würde sogar auch spielen, wenn mir nur ein oder zwei Personen zugucken. Von Na, dem her. just for fun, man. Ich würde sogar nur spielen, wenn hier meine kleine süße Katze immer mit mir mitläuft. Ich liebe die. Echt, die sind echt treue Kameraden, diese Katzen da, die Felines. Siehst du sie? Ja. Die mit dem kleinen Samurai-Schwert da, Mann. Das So ist geil. lustig. Oh, aber die hier kotzen mich am meisten an, Mann. Hässliche Viecher. Ah, jetzt kommt er hier. Habe ich ihn mit einer Schallbombe rausgeholt. Ha-hi. Oh mein Gott. Jetzt wird der Akku, jetzt wird der Akku. Das ist das Lustigste, Mann. Da geht er so ab. Schau, Akku-Modus. schau ihn dir an, schau ihn dir an. What? Holy Mann. Jetzt komm her. Das könnt ihr machen, Jungs und Mädels. Obwohl keine Mädels zugucken. Ich habe gar nicht alle Rationen geschluckt. Ah ja, stimmt, mit T-Rex-Rüstung geht es hier endschnell. Das fällt mir immer wieder ein. Kommt er? Ah! Um die Ecke. Um die Ecke, ab durch die Hecke. Mann, Alter, wenn er sich dann angreift, ist es zu behindert. Vor allem die Schreiber, mit denen kannst du ihn nur rausholen, wenn er nicht aggressiv ist. Das heißt, wenn er im normalen Zustand ist. Und was willst du, du Fettsack? Ich hoffe, jetzt läuft er mal auf mich zu. Ja. Nein, meine Katze. Fail. Egal. Oh, jetzt ist er wieder Agri. Agri? Was laber ich? Aggro. Ich wollte eigentlich aggressiv sagen, aber dann habe ich mir Aggressive. gedacht, lasse ich. Mache ich so eine fette Abkürzung und dann kam Agri zustande. Ey, yo, voll die fette Abkürzung, Mann. Kap. Nein! Slash. Boom. Pam. Zack. Hur. Hur. Ha, er hat mir irgendwie noch. Er war bis jetzt noch kein großes Problem für mich. Obwohl ich ihn wirklich hasse, aber die Quest, die danach kommt, die, Alter, die. Boah, die übertrifft echt alles. 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 Ja, ey, der Gravius, Mann, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein behindertes Monster ist. Bei dem prallt einfach jeder Schlag ab. Zeigt einfach echt sau wenig ab. Dadurch, dass er immer abprallt. Und, Alter, ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie scheiße der ist. Der macht auch dazu noch, zwar jetzt noch nicht in dem Jägerrang, aber dann später macht er so viel Schaden. Alter. Und den kannst du zu viert ist ein Genuss eigentlich, weil da fühlst du dich sicher. Aber alleine, ey, boah, ist der zum Kotzen. Genau wie das Monster hier.
Jetzt glaube ich wieder ganz abhauen, endgültig. Die Schnauze voll von uns. Hast ihm ordentlich eins auf die Fresse gegeben. Endzart, oder? Kabam! Und Schärfe ist auf Maximum. Das bringt echt schon, wenn wir schnell was trinken. Ja, jetzt haut ab. Meiner Meinung nach. Haut ab. Ja, er haut ab. Scheißviech. Haut da ab. Ja, er haut ab. Nein, doch, ja. Und wir gehen durch die gechillte Zone. Wir werden eigentlich durch zwei Zonen schnell da, aber ich gehe jetzt einfach mal durch die. Das ist echt schon entspannt, wenn man immer weiß, wo das Viech ist, weil. Das hat halt die So viel Rüstung zu, so du hast keine ähnlich. Ahnung von Monster Hunter The Freedom Unite. Ja, hallo, ganz ehrlich, ich habe das Spiel schon mehrmals durch. Ja, ich habe alle Fatalisse besiegt. Was sogar die schwersten Monster. Also, für, ich finde gar nicht, dass sie so wirklich die schwersten Monster sind. Manchmal, welches Monster sind für mich am schwersten? Eigentlich schon, würde ich sagen. Am schlechtesten spiele ich mich beim Gravios. Gravios G ist das behindertste Monster, was ich mir je vorstellen kann. Sonst bin ich eigentlich relativ gut. Fatalisse mache ich sogar sehr gerne. Es gibt ja drei Fatalisse, einen schwarzen, einen roten und einen weißen. Welchen finde ich am schwersten? Den. Also der schwarze ist natürlich richtig easy, aber ich glaube, ich finde den roten dann noch ein bisschen schwieriger als den weißen. Bam, bam, bam. Kabam! Ach, es ist so schön, wie es hier so. Damage macht. Oh Gott, ist er wahrscheinlich gleich wieder aggro. Ja, jetzt zum Beispiel. Oh fuck, und er ist aus dem Geflasht-Modus raus. Haben die alle einen Akro-Modus? Ja, so ziemlich alle. Außer halt Also die sind bei den kleineren Vollspeck Monstern. plus. Also außer. Es gibt ja Wyvern, das sind ja die hier. Das sind ja sozusagen die Drachen, wenn man es mal so sagen nennen kann. Ah, verstehe. Und es gibt andere Arten. Wie zum Beispiel, wie heißen nochmal die Affen? P, irgendwas mit P. Wie heißen Kongalala und Blangonga? P, irgendwas mit P. Auf jeden Fall, die haben auch einen Agro-Modus. Aber so Ghia-Preys und so die ganzen Dinos in Anführungsstrichen. Oh fuck. Die haben eigentlich keinen Agro-Modus. Die sehen lustig aus, diese Später kommen dann Dinos. noch Quests, wo man so zwei verschiedene oder drei verschiedene Monster in einer Quest legen muss. Die haben zwar alle dadurch weniger Angriff natürlich und Verteidigung. Aber Ja, man okay. muss sie erledigen. Sonst mache ich mal wieder eine neue Falle. Flash ihn, damit ich ihn in die Falle locken kann. Wie viele Quests hat denn dieses Spiel? Unendlich viele. Nein, Spaß. Also es Verdammt gibt viele. ja verdammt viele. Nur mal so als Andeutung in Bezug auf die Länge des Let's Plays. Ach so, ja, das wird schon über 100 Parts haben, denke ich. Ja, ich muss noch mal schauen, ob ich die Gilde auch wirklich ausführlich mache. Ich glaube, ich mache einfach nur die Quests, die man braucht, um weiterzukommen und fertig. Ich habe jetzt auch. Mal schauen. Wenn meine Abonnenten noch irgendein Monster verlangen, dann kann ich das ja natürlich machen. Aber. Ansonsten nur die notwendigen. Ach ja, und ich habe übrigens meiner Feline Dracheneigenschaften beigebracht. Die haben ja auch Fähigkeiten, die man ihnen lernen kann. Was ich auch ein ziemlich geiles Feature in diesem Spiel finde. Weil dann können sie einem echt nützlich sein. So, was macht er jetzt? Haut er jetzt wieder endgültig ab. Und kaboom. Oh Mann, ey, das kriegt mich so hart auf. Geht doch. Ja, jetzt ist sein Horn ab. Hartes Mistvieh, ey. Oh, die Attacke hasse ich am meisten. Ich trinke mal einen Maxi-Trank. Dann kann ich mir mehr erlauben.
bin ich aktiver. Schlürf mal meinen Maxi-Trank. Ja, das mache ich. Oh, jetzt kommt er mit seiner Bombe, ey. Behinderter geht's doch gar nicht. Oh, das Monster würde eigentlich ganz gut gehen, wenn man dauernd seine Attacken ausweichen würde, aber dadurch, dass er sich immer eingräbt, das ist so behindert. Nein, das war ein vehementer Fehler. Okay, das... Oh, jetzt muss ich schnell weg. Nein. Oh, natürlich. Genau, dann, wenn ich die Falle lege, haut er ab. Das ist natürlich sowas von klar. Warum denn auch nicht, ey? Diese Monster sind ziemlich feige. Ja, nerven wir den Panic doch mal wieder, ne? Hat ja sonst auch nichts anderes zu tun. Boah! Mein Feline hat ihn zum Umfallen gebracht. Beziehungsweise nicht zum Umfallen, aber zum Zusammenschrecken. Zum ja. Alter, hey komm, das ist doch so unlogisch, Mann. Ich muss nur ein kleiner Pixel von diesem Viech treffen und... Dieses scheiß Feline-Ding! Jetzt seht ihr, wieso ich das Ding eigentlich... Boah, nee, du haust ganz schön ab. Du hast... Ihr könnt mir auch Sachen stehen, ihr Penner. Es läuft grundsätzlich eigentlich gerade so alles schief, was schief laufen kann. Ja, wie mit den Kombi-Büchern in der letzten Folge. Ja. Bam, bam, Master Combo. In his ass. Ja, jetzt wieder. Ja, und jetzt ist der Schweif ab. Der Schwanz, der Schweif, wie man es auch nennt. So, jetzt warte ich, bis er entflasht ist. Dass ich ihn wieder flashen kann. Ja, genau, und genau jetzt dreht er sich um, war ja klar. Oh Gott, das geht gerade so hart, alles schief. Genau. Du bist doch so ein... Ey, und ihr könnt euch gleich... Ah, geil, schau mal, wie meine Katze hier die anderen in den Schatten stellt. Meine Katze bammt sie alle weg. Boah, ey, du Kackvieh, jetzt hau doch einfach ab. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf dich. Geh einfach sterben. Drecksluchttier. Oh, du kannst dich gleich verpissen. In your Fazit. Alter, ey, bei den Monstern kann man echt so einen Andi-Ausraster kriegen. Mhm. Nicht wahr? Oh mein Gott! Und jetzt... Ah, ich hab Schiss! Oh, Alter, ey. Vor allem einfach... Das Viech bewegt sich einfach ständig. Das ist einfach unglaublich, Mann. Da kann man immer nur... Was macht der denn da jetzt? Wie das aussieht. Kommt der da angeschwuchtelt? Also Monster haben also ein kleines sexuelles Problem mit sich selbst. Die pflanzen die sich eigentlich fort. Schau mal, dann wird er wieder entagrot und auf einmal wieder sofort wieder agro. Und dann gräbt er sich wieder ein, dieser hässliche Lustmolch. Gut. Jetzt kann ich in Ruhe seinen Schwanz ausweiden. Er gräbt seinen Schwanz ein. Ich habe ihn höchstpersönlich kastriert, kastriminiert. Und was? Kastriert natürlich. So. Also wenn das der Schwanz ist, dann will ich mir nicht vorstellen, wie da der Geschlechtsakt abläuft. Mit ihren Rumspacken vor allen Dingen. Da ist er schon wieder, der Penner. Hä? Ah, da war gerade ein Ausrufezeichen, ich dachte schon, das wäre er gewesen. Ich dachte schon, das Viech hätte gerade eine Falle gelegt. Das wäre ja zu nice geworden. Das ist das feigeste Monster ever, was ich je im Spiel gesehen habe. Das gräbt sich nur ein. Tja. Boah, nice. Boah. Mein Feline haut ihm auf die Schnauze, er bricht zusammen, ich schlag ihn auf den Ey, ich habe noch nie so einen treuen Kameraden gesehen. Weltklasse.
Ey, und dieses Kackvieh hier, der scheiß Kepalos, der kann mich so hart am Arsch lecken. Diabolus Panzer. Nochmal, Diabolos Panzer, nicht Diabolos. Ich dachte auch immer, dass er früher, dass er Diabolos heißt. Ich glaube, man kann den Vieh aus... Nee, doch. So. In your Phase. Komm, jetzt stellen wir noch ein bisschen böse Sachen mit ihm an. Kaboom! Master Combo. Overkill. Monster Kill. Kennst du das? Ja, kenne ich. Monster Kill. Bam, 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 Sehr leicht, Chat, was bam. du da machst. Beim Diablos doch gerne. Quest erfüllt. So, was kriegen wir denn so? Diablos Schweif, Rückgrat, Panzer, zweimal Panzer, also insgesamt dreimal und vier Monsterknochen. Oh. Und er hat noch Rätselknochen und Harzpflanze aufgesammelt. Mein Gott, unser kleiner treuer Feline. So süß. Oh. So Leute, und damit fehlt es noch eine Quest, bis wir die unglaubliche Quest haben. Die Quest. Oh, auf die freue ich mich schon. Ein lästiges Paar. Alter, ich bin echt mal gespannt. Das ist so eine geile Quest. So. Laden. Jetzt gehen wir in den Laden. Karlauer. Und ja, wir sehen uns im nächsten Teil. Ha. Warte mal, hier war doch irgendwo noch ein... Nee, doch nicht. Ach du, du Okay. machst ja noch weiter. Also dann, ciao.